Smauga. Ich werde ihn umbringen. Reaper, Zambra, Meldung. Mission erfolgreich, Akande. Wir haben das Ziel erreicht. Ja, Smokey und ich haben die Daten zum Energierelais, ganz wie du es wolltest. Naja, den Großteil. Den Großteil? Was ich wollte, war eine Geheimoperation. Sauber ausgeführt und präzise. Ihr habt gerade einen 300.000 Tonnen schweren Träger von Null Sector am helllichten Tag in die Luft gejagt. Ich konnte die Explosion vom Weltraum aus sehen. Okay, zugegeben, wir hatten ein paar kleine Probleme. Drück dich klarer aus. Das Ziel zu finden war einfach. Immerhin wurde das Schiff in Göteborg schwer beschädigt. Es hat es nicht einmal zurück zur Basis geschafft. Hat uns viel Arbeit erspart. Gesichert. Mauga, hier ist Präzisionsarbeit gefragt. Wir brauchen kein Gemetzel. Keine Sorge, sind alle tot. Deaktiviert. Und ich mache mir keine Sorgen. Ja. Hey, wisst ihr, was wir tun sollten? Ja, wir sollten die Daten abgreifen. Du weißt schon, wie geplant. Bist du ja, Preciosa. Zeit, mir all deine Geheimnisse zu verraten. Okay, Zugriff, Daten, Energierelaissystem. Hey, nimmst du auch Vorschläge entgegen? Halt einfach die Stellung. Klar, wie auch immer. Was macht er denn jetzt? Ein Alleingang. Wie lange noch? Fast geschafft. Calavera, Mann. Du tanzt gar nicht übel. Ei. Was? Stopp. Sehr erhellend. Aber wollt ihr damit sagen, dass er uns gegenüber nicht mehr loyal ist? Ha. Loyalität hin oder her. Mauga ist unberechenbar. Ich traue ihm kein Stück. Wir haben keine Zeit mehr, Sombra. Wir müssen los. Nicht ohne diese Daten. Ich pack das. Du willst also spielen, was? Na gut, spielen wir. Also, ich hatte meinen Spaß. Hätte ein Kinderspiel sein sollen, war sie aber nicht. Und zwar seinetwegen. Eure Zusammenarbeit war nicht zufriedenstellend. Kümmert euch um Mauga, sonst kümmere ich mich um euch. Hey, Soms, was hat der Obermutz gesagt? No, lass mich raten. Erledige das, der Typ macht keine halben Sachen. Wir waren voll dabei. Schuld an dem Ganzen bist nur du. Oh, das ist aber echt unfair. Du weißt doch, ich halte euch immer den Rücken frei. Ich habe sogar ein Souvenir für euch. Es gibt nichts Schöneres als Schiffe versenken. Und wenn ich mich mit einer Sache auskenne, dann mit Schiffen.
Ich wollte euch das vorhin schon sagen, aber ihr wart schwer beschäftigt. Also bin ich spazieren gegangen. Wenn Doomfist die Pläne wirklich braucht, um sein neues Energiedingens zu bauen, wie krass wäre es, ihm einfach ihres zu bringen? Sie brauchen es ja nicht mehr. Vor allem, wenn niemand den Notruf empfangen hat. Kein Schiff, keine Spur, keine Zeugen, kein Problem. Jetzt mag er vielleicht noch schmollen. Aber wenn du Doomfist das gibst, kriegt er sich ganz schnell wieder ein. Sieht aus, als ob du mir was schuldest. Aber ich will mal nicht so sein. Hey, das hat Spaß gemacht, wenn du Lust auf Runde 2 hast. Weißt du ja, wo du mich findest? Also das war ja mein toller Tag.